Hallo und willkommen zurück zu Spider-Man 2. Wir haben beim letzten Mal aufgehört und wollten noch ein paar Jägerdrohnen sammeln, Leute retten. Rausfinden, was es damit auf sich hat. Waffenhandel nicht in meiner Stadt. Aber jetzt hat alle Hände voll zu tun, seit Peter sein eigenes Ding macht mit Harry und dem Symbion. Wir wissen doch gar nicht, dass es ein Symbion ist, außer durch Meta-Wissen und unser Menü, ne? Ah, das war's für dich! Tut mir leid, dass ich euer illegales Geschäft sprenge! Ich weiß, wie man Geschäfte abwickelt. Getränk auf. Ganz normaler Tag in der Stadt. Wenn ich genug herunterlade, nähern die sich keiner Zielperson. Warum nicht? Haben Sie selber die Daten dann nicht mehr? Wie funktioniert die Logik? Ist er durchs Haus geflogen? Hier bin ich zu lahm! Das kann er ja nicht machen. Es ist geschafft! Ja, was kriegen wir geboren? Zeit. Macht jetzt schon ihren Afterburner an? 90%! Nur noch ein bisschen! Oh shit. Oh shit. Ich sollte den Windschatten ausnutzen! Ja, ich versuch's ja. Jetzt müsste ich keine 300 Meter mehr. Oh Gott, was ist das? Jawohl! Gute Landung. Dieses Ziel ist vor 5 Jahren gestorben? Jawohl. Das sind doch keine Datenfehler. Craven ist hinter Toten her? Okay, jetzt wird es seltsam. Ich brauche mehr Daten, um dahinter zu steigen. Da hilft nur eins. Mehr Drohnen. Hallo? Oh, die hatte ich fertig. Dann die. Das wäre springen.
Spider-Man kann halt nicht jedem Verbrechen nachgehen. Man muss auch Prioritäten setzen. Ich muss so viele Daten wie möglich aus der Drohne holen. Sie dürften die Ziele nicht finden. War das für ein gedachter Fehler? Die Mini-Drohnen verhindern den Download! Und ist Prozent fertig! Sorry, Vögelchen! Das war's für euch! Ich sollte den Windschatten ausnutzen! Mach nicht doch! Du wirst auf die Mini-Drohne loswerden. Fast fertig! Der Vogel kann zerlegt werden! Das wär's dann! What? Keine Daten? Es geht rein gar nichts über diese Person. Ist sie überhaupt echt? Ah, ich habe eine Idee. Wir verfolgen Chameleon, kann das sein? Also Kraven verfolgt Chameleon. Und das sind alles Identitäten, die er angenommen hat. Meine Daten über die Person, verstorbene Person, ein Influencer. Ärzte, Ingenieure, sehr random alles. Könnte auch ein Shield-Agent sein, der sich tarnt. Aber Chameleon ist bei Spider-Man wahrscheinlich. Wage ich jetzt einfach mal die wilde These. Alter, meine Kiste! Nein, ich habe gerade beschleunigt. Wie ärgerlich. Pizza Margherita mit Gelbschwanz Makrele ist aber keine Pizza Margherita. Die Mini-Vögel lassen mich nicht in Ruhe!
bisschen. Das war's für euch. Sollte ich den Chat verleiten. Ich schimpf wieder mit mir. Ich dinge Tour. 50% fertig, 50% ausstehen. Jameson Podcast aus, dass wir hier den Dingern nachhören. Ich muss dem Feuer ausweichen! Der ganze Stadt verursachen. Clusterbomben werfen. Ich hab's fest geschafft! Bei dem Tempo wird der Anzug verbrennen! Hier, kann weg! Ich hab alle da. Alle Ziele haben exakt die gleiche DNA. Es ist die gleiche Person. Aber wie? Okay. Minion. Das ist echt unheimlich. Minion. Ich muss das knacken. Ich brauch noch eine Drohne. Called it. Oder es ist ein Skrull. Aber das wäre weird. So. Eine Drohne haben wir noch, ne? Diese. Der Abflug wäre geschafft! Die Daten sollten die ganze Sache aufklären. Das
sollten alle sein. Ein Relaissignal? Die Satelliten für die Drohnen durchkämmen die Zieldaten wohl in einem Zentralknoten. Wenn ich den Relaispunkt hacken kann, ist die Position des Ziels vielleicht im Stream. Wo muss ich dafür hin? Alles klar. Also in der ganzen Stadt Augen und Ohren. Komm schon. Beim offenen, ungeschützten Netz. Das hat funktioniert. Ziel erfasst. Entsende Jäger zur Ecke 67. und Lexington. Oh nein. Habe ich die Jäger hingeführt? Die. Ich muss schnell dahin, sonst. Eile. Wie ein geholter Witz. Sie sind schon hier. Spider-Man! Wollt ihr auch alle in den Pool? Dachte ich mir. Denkt dran, nach dem Essen soll man eine halbe Stunde nicht ins Wasser. Ich setze immer Netz ein, das ist mein Ding. Das sollte euch nicht so überraschen. Machen wir einen Arschbombenwettbewerb. Du fängst an! Ich sollte drinnen nachsehen. Sollte ich? Ich sehe drinnen nach. Hallo? Sergej, es ist so lange her. Wie geht's dir? Wer ist da? Fühl dich wie zu Hause. Auf dem Tresen ist ein Martini für dich. Er denkt, ich bin Craven? 100% Chameleon. Zwei Oliven und Cyanid? So, du bist also endlich hier für unser Wiedersehen in New York. Spielen wir Verstecken wie in alten Zeiten? Er sieht mich nicht. Eine programmierte Aufnahme mit Hightech-Bewegungserkennung. Dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Schachmatt. Was mein Geheimnis ist. Aber
Was? Okay. In die Wohnung. Ich werde da unten sterben, oder? Gut möglich. Du nennst dich selber den großen Jäger. Doch deine Trophäen sind armselig gegenüber den meinen. Mond. Oh, Spider-Man-Maske. Was zum... Ist das Pete's alte Maske? Moment. Ist das Chameleons Apartment? Ich dachte, der sitzt seit Jahren hinter Gittern. Als ich aus Volkograd floh, dachte ich, ich würde hier ein Zuhause finden. Doch hier bin ich glücklich. Hat sich wohl auch fortgebildet. Die Technik ist der Wahnsinn. Cravens Drohne hat ihn bei der Verwandlung fotografiert. Ich wusste, dass mit Cravens Ziel was nicht stimmt. Noch ein Durchgang. Das sieht geheim aus. Projekt Chameleon 1985. Mission Infiltrate. Baupläne und Jägerprotokolle. Chameleon hat also auch Craven überwacht. Die Datenbank für vermisste Personen. Sie reicht bis vor meine Geburt. Was hat Chameleon ihnen angetan? Sind das Entwickler? Das sieht aus wie Entwickler, die sich selber eingebaut haben. Und du wolltest nicht mal deinen Namen teilen. Ich hab dich geliebt. Und du mich gehasst. Schluss damit. Ich weigere mich, deine Beute zu sein. Ich werde dich wiedersehen, Bruder. Du mich Was? Aber nicht. Was? Nichts mehr raus hier! Chameleon und Craven sind Brüder? Das wusste ich nicht. Keine Sorge, Bruder. Ich werde tun, was du nicht konntest. Interesting. Craven und Chameleon sind Brüder? In das Familientreffen möchte ich nicht reinplatzen. Ich sollte nach Chameleon Ausschau halten. Pete wird sich nicht freuen, dass er frei rumläuft. Das ist richtig. Okay. Mal, hier sind wir jetzt fertig mit allem. Hier noch nicht. Da kommt noch was. Ja, würde ich das sagen, wir gucken uns erstmal das Monster in Queens an. Irgendwas verwüstet Pete's alte Nachbarschaft. Nicht gut. Wechsel mehr. Hi, Ma'am. Wer ist da? Ich erkenne Ihre Stimme nicht. Spider-Man? Oh, ich wusste nicht. Alma, ist mir ein Vergnügen. Die brauchen also Hilfe?
Ja. In meinem Garten ist ein Monster. Ich höre es in der Nacht, wie es kratzt. Vielleicht ein streunender Hund? Oder eine Ratte? Dank meiner Allergien würde ich einen streunenden Hund gleich bemerken. Und selbst New Yorks Ratten werden nicht so groß wie dieses Vieh. Gibt's hier noch jemanden, dem das aufgefallen ist? Ein Familienmitglied? Blindenhund? Nein, nein. Keine Familie, keine Nachbarn, keine Hilfstiere. Ich habe doch Allergien. Was auch immer es muss weg. Okay, ich schau mich mal um und gebe Bescheid. Danke. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Schäden zu reparieren. Festes Einkommen, wissen Sie? Definitiv kein Mensch. Was ist das? Ach, das ist einer der Roboterhunde. Der hat Öl verloren. Oh, eklig. Zeit für eine Analyse. Auf Molekularebene. Ja, das sind die Roboterhunde. Das sehe ich sofort. Brauche ich keine Analyse für. Oh, das ist schlecht. Ups. Und nochmal. Ja, das war keine Absicht. Dann schauen wir mal. Okay. Den hatte ich. Den. So, und hier müsste es... Wer sein? Ja, das ist noch stabil. Hier darf es nicht der, aber der. Eine Art Chemikalie. Eine Art Chemikalie. Wo das wohl hinführt? Aus dem Wald? Aus dem Wald kam noch nie was Gutes. Der Weg endet hier. Ich sollte mich umsehen. Was haben wir hier? Spuren. Es reißt Autos in Stücke? Okay. Verliert das Ding etwa Blut? Oder ein Sekret? Sabber? Öl? Mann, das Zeug ist von echt weit weg erkennbar. Zerfetzt Autos wie ein T-Rex und springt wie ein Tiger. Super! Das Ding läuft kreuz und quer. Wo will es hin? Wir werden es bestimmt rausfinden. Wow. Vielleicht weiß Genki, was man mit dem Ding macht. Hallo? Ach, Genki? Dieses Monster in Queens, das ist so eine Jägerbestie. Aber sie ist ganz entspannt. Noch. Wow, eine Jägerbestie. Ob wir sie hacken können, könnte weiterhelfen. Hm.
Was hast du gemacht? Also, ich habe seine Datenbank zur Mustererkennung aus reiner Verzweiflung mit 10 Millionen zufälligen Hundevideos geflutet. Mann, das ist genial! Also, was mache ich damit? Ist das gefährlich? Wie wär's mit apportieren? Hundchen! Willst du die Fässer? Willst du spielen? Ja, hol sie dir! Braver Junge! Er ist abgelenkt. Ich versuche, auf seine Erinnerung zuzugreifen. Mann, überall fehlerhafte Daten. Der Pfeil muss von Jägern sein. Warum schießen die auf ihren eigenen Roboter? Zielübungen? Finden wir es raus. Und? Hast du auch einen Namen? Kennung B110. Bello. Okay. Ich hätte mit Killer oder Terror gerechnet. Bello ist besser. Das Protokoll wird auf einem Server zwischengespeichert. Soll ich's wagen? Wie sehr vertraust du deiner Antivirensoftware? Genug, um die Audio-Wiedergabe runterzuladen. Aus dem Weg, du Schrotthaufen! Sie hat Craven verraten! Du bist der Verräter! Ich hab nur meinen Job gemacht! Defekter Schrotthaufen! Komm zurück! Yankee! Sie müssen unseren Zugang getrackt haben! Ruhig, Bello! Mach Platz! Oh Gott! Bello! Bei Fuß! Genki, hat das Ding eine Notbremse? Manuelles Überschreiben unmöglich. Das wollte ich schon immer mal sagen. Tu doch was! Ich glaube, es dreht durch! Zumindest benimmt er sich so. Ob das die Aufnahme von diesem Typ war? Verdrängte Erinnerungen. Das ist nie gut. Sein Besitzer hat ihn erschossen. Und wollte den Mord vertuschen. Hallo, aus! Willst du ein Leckerli? Nein, nein, nicht die Kirche! Da bist du. Komm her. Hätte dich mit einem schwarzen Pfeil zersetzen sollen. Ja, komm her. Lass Bello in Ruhe. Erst sowas, das also der Bello umlegen wollte. Das ist Krankmann. Bello, was? Bello? Ist wieder gut, Kleiner. Er wird dir nichts mehr tun. Jetzt holen wir den Pfeil aus dir raus. Das ist eine gute Idee. Sieht gar nicht so tief aus. Dann mal los. Aber, Junge. Ich mag das. Das soll sicher sein? Hey, wenn 10 Millionen Hundevideos dich nicht brav machen, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber du bist brav, ja? Wärst ein braver Junge? Aber zur Sicherheit werde ich alles im Speicher löschen. Bis auf die Videos. Und dich. Danke dir. Oh, er hat ein Dino draufgemalt. Wir haben uns um das Katzen gekümmert. Spider-Man? Moment. Wir? Ich und dieser brave Junge hier. Oh nein, meine Allergien! Schon gut. Sie meinten, Sie können sich keinen Blindenhund holen? Nun, ich habe einen für Sie. Er ist ein Hund. Nimm ich an. Er ist aus Metall, also sehr allergikerfreundlich. Außerdem hat er einige hundert Blindenhund-Videos in seinem Speicher. Wirklich? Er ist einfach absolut perfekt. Ich kann ihn ausbilden lassen, damit er ordnungsgemäß registriert werden kann. Er ist mir jetzt schon eine große Hilfe. Danke, Spider-Man. Mega. Adios. Das war cool. I did like that quite a lot. Wir können uns Sachen leisten.
Warte mal, fehlt uns hier nicht noch was? Ah, können wir noch nicht leisten. Okay. So, wie sieht's denn aus? Apps. Jetzt sind wir zu Peter. Meanwhile, während Miles das alles macht. Hoffentlich ist Connors zu Hause und hat sein grünes alter Ego im Griff. Dr. Connors? Dr. Connors! Sind Sie da? Wie lange läuft das Ding schon? Connors Familie. Seine Frau ist wohl mit dem Sohn ausgezogen nach dem ersten Lizard-Fiasko. Nicht, dass es Craven interessiert. Das Zimmer seines Sohns. Tierliebhaber. Zwei Waschbecken, aber nur eins benutzt. Wenn ihr zwei Waschbecken hättet, würdet ihr beide benutzen, wenn ihr alleine seid? Doc! Connors war also hier und kämpfte um sein Leben, wie es aussieht. Hier. Molekularmechanismen der genetischen Rekombination von Dr. Michaels. Interessantes Enzymverhalten benötige zusätzliche Reagenzien in ausgelagerter Einrichtung. Also. Genetische Rekombinationsforschung? Er wollte sich zu Hause heilen. Aber Experimente im Wohnzimmer sind schwierig. Das weißt du aus eigener Erfahrung, oder? Süß. Das gleiche wie bei Mobile. Für ein Sound. Hm. Okay. Einmal der Hinweis auf McDonald's. Was hat Craven mit dir gemacht, Doc? Diese Blutproben sind für einen Genomanalysator. Hat Connors hier ein Labor? Natürlich hat er. Hier ist er durch. Wie kannst du noch stehen? Hallo? Oh. Keine Zahlen auf der Tastatur. Oh. Ihr seid so fies. Okay. Gutes Rätsel. Also zweimal pink. Pink, pink, grün, blau, blau, grün. Pink, pink, grün, blau, grün. Was?
Gott. Okay. Die gleiche Tonart wie beim Klavier. Aber es war zweimal der. Vielleicht. Dreimal? So. Connors liebt Geheimnisse. Don't judge me, es war wahrscheinlich gelb und nicht grün. Das Labor hat wohl ihn und seine Familie geschützt, wenn er einen Anfall hatte. Terrarien für Connors erste Tests zur Gliedmaßenregeneration. Ich weiß nicht, wie er seinen Arm verloren hat. Ein Bewegungssensor löste vor etwa 30 Minuten die Sicherheitskameras aus. Was hat er mir injiziert? Er wollte sein Blut überprüfen. Na los, Dr. Connors, kämpfen Sie! Craven wird dafür büßen, dass er Connors und seine Familie so quält. Er hat ihn noch größer gemacht. Okay, das wird nicht leicht. Wo muss ich stehen, um das aufzumachen? Er hat nicht gehalten. Genau wie es Craven gefällt. Connors Blut. Die Bestie könnte überall sein. Keine Ahnung. Du bist eine fantastische Beute, die Craven würdig ist. Ich werde euch sagen, was hier ablaufen wird. Ihr lasst Connors in Ruhe. Das hat er nicht verdient. Aber wenn ihr oder Craven ihn weiterjagt, kriegt ihr es mit mir zu tun. Ziel erfasst. Was er Connors angetan hat! Freie Schussbahn! Nur um etwas zu beweisen? Ist das alles nur ein Spiel für ihn? Trianguliere Position. Ziel ist auf dem Harlem Fischmarkt. Alle Teams dorthin. Lizard ist auf der anderen Flussseite. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ist das von 1800? Ich mag die Zöpfe. Okay. Ich sehe es. Die ist noch da draußen.
Die Stadt braucht mich. Spider-Man. Jetzt. Sekunde. Pete? Was ist los? Der Markt? Ja, ich komm hin. Tut mir leid. Ich schreib dir. Wunderschön. Das Wandbild, meine ich. Ach, Miles. Wird Zeit, dass Pete zurückruft. Hey, wie läuft's so mit Haley? Musste abhauen. Der Lizard ist los. Ich bräuchte deine Augen am Himmel. Der Lizard? Außerdem hält Haley mich für verrückt, weil ich lieb finden will. Das tun anscheinend alle. Wir beschützen dich. Rachepaar. Ich bin nicht auf Rache aus. Dad hat immer an zweite Chancen geglaubt. Aber das ist hier nicht der Fall. Es ist meine Aufgabe, euch zu beschützen. Und nicht umgekehrt. Alles klar. Okay. Ich starte schnell meine Ausrüstung. Sieht leer aus. Aber ich sollte nachschauen. Ah, ich krieg wohl Gesellschaft. Alle raus! Na los! Los, los, los! Feierdienst, bleib zusammen. Sie verfolgen Lizard mit Drohnen. Vielleicht kann ich das auch. Ein passives Verteidigungssystem? Ja, gut zu wissen. Ich halte mich fern. Sie dürfen Lizard nicht zuerst finden. Ich muss sie loswerden. Verteilt euch. Wenn ihr den Lizard findet, greift ihn nicht allein an. Hey Mann, habt ein Feed auf der Kampfstation. Haufenweise Jäger. Suchen sie Lizard mit den Vogeldrohnen? Ich glaub schon. Warum? Hab ne Idee. Ich probier's und du räumst das Lagerhaus. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Habt ihr gehört? Keiner mitbekommen. Oh, erwischt. Weil ich so sneaky bin. Die Tür auf. Sie ist auf der Führung. Was soll das denn bitte heißen? Ziele! Er tarnt sich! Außerdem hat eure Beute gerade 3 Tonnen Fisch verdrückt! Ich sehe! Und will jetzt einen Nachtisch! Ein
Wenn hier jemand Beute ist, dann bestimmt nicht Lizard! Es wird nie langweilig, dich schurkenvermöbelt zu sehen. Und wir haben das Vögelchen. Kann dein Anzug auf das Motherboard zugreifen? Okay. Ich versuch's mal. Oh. Okay. Mein Anzug verbindet sich. Zum Glück gibt's Unix. Okay, ich reboote den Höhenmesser und... Es lebt! Wie sehe ich aus? Wie eine Robodrohne, Mann. Und eine Robodrohne, die Lizard aufspürt. Hammer, das ging ja schnell. Sieht aus, als wäre er dadurch. Wow, okay, das Handling ist echt mies. Das wird übel. Genki, alles klar? Ja, aber ich glaube, dieser Weg ist blockiert. Kein Problem. Wir sehen uns drüben. Die Garage führt vielleicht zu dir und Lizard. Okay. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Dann mal los. Ich muss hier raus. Ja, ich bin unterwegs. Er wird doch hier nicht durchgekommen. Gibt's wohl Sushi? Okay. Vielleicht ist er hier durchgekommen. Ich gedacht, dass er reinpasst. Ich weiß, was sich nochmal gehäutet hat. Vielleicht doch Horrorelemente. Jumpscare. Das war er. Was wohl hinter Tor Nummer 1 lauert? Will ich das herausfinden? Mann! Wo zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Lass uns diesen Lizard finden. Okay, ja. Die Drohne hat ihn aber nicht im Blick. Ich höre ihn. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Schwer zu sagen. Die Daten der Drohne sind unvollständig. Wohl da hinten, ne? Genki, Bingo. Bleib hinter mir. Das musst du mir nicht sagen. Nein. Ausgerutscht. Ja, tolle Idee. Nochmal gehäutet. Wie groß wird der? Nur die Haut. Heißt das nicht, er wird größer? Jupp. Und hungriger. Oh. Ey, Mann. Neuer Look? Hier wimmelt es von Jägern. Irgendein Zeichen von Connors? Ja.
Genki kann ihn aufspüren. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Ist das Loot? Hey, Sekunde. Tu es da rein. Ein gebauter Scanner. Praktisch. Oh Mann, das sind tolle Daten. Eine Sekunde. Okay, ich glaube, ich hab was. Genki, nicht so schnell. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Los, los, los! Nicht mehr! Ich darf Connors nicht verlieren. Harry stirbt und nur er kann helfen. Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Kann ich das mal ausleihen? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Spider-Man! Das stammt nicht von Genki. Ja, erledigt ihn. Ihr macht eine Yachtparty ohne mich? Sondern eigentlich ein Salzwasserbad, auf dem Spider-Man gerade kämpft! Oh nein, nein! Alle Leute! Hilf dem Aussichtsboot! Okay, ich übernehme den Metallmördervogel! Ich sagte doch, du sollst Connors aufgeben! Das geht auf dich! Giftige Wolken! Mehr könnt ihr nicht? Bin hier fast fertig. Alle Zivilisten in Sicherheit. Und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh. Bin direkt hinter dir. Wir kümmern uns zusammen drum. Keine Zeit. Ich krieg dich. Zeit. Zeit für einen Knall, Jungs. Oh nein, nein. Spider-Man, das ist eine Abwehr. Spider-Man, halt durch! Da drüben, der mit den Ranken! Los, los, los! Wir versuchen, den Helion zu schalten. Komm aber nicht rein. Aber ich
gehöre zu ihnen. Schon vergessen? Mann, das ist es. Pete, Eliop auf 3? Okay. Denn komm. Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Beeilen wir uns, bevor er zu weit weg ist. Nein. Er gehört mir. Bist du sicher? Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Normalerweise ist er nicht so, oder? Moment. Nein. So ist er sonst nie. Okay, ich dachte, wir müssen noch einen Bossfight machen. Scheinbar nicht. Laut Tracker ist Connors in der Kanalisation bei der Upper West Side. Los! Dann würde ich sagen, guter Zeitpunkt. Hey, hattest du Glück bei Connors Haus? Nein, aber ich verfolge ihn gerade. Was ist los? Nichts. Klingt aber danach... Miles war unkonzentriert. Wir hatten Lizard fast. Ich bin sicher, er wollte nur helfen. Manchmal ist es einfacher, Dinge selbst zu tun. Das ist nicht fair, Pete. Wir sind ein Team. Wir brauchen gerade einfach Connors. Für Harry. Okay. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Ah, Arschloch Pete. Großartig. So, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Spider-Man 2. Bis dahin und ciao. Thank you.